Ja, servus und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, nachdem das Wetter irgendwie immer noch nicht recht viel besser geworden ist, habe ich mir gedacht, ich erkläre euch heute mal den Unity Gain. Wie kann man generell bei seiner eigenen Kamera den Unity Gain ermitteln? Was heißt dieser und warum sollte man gerade den Unity Gain für die Deep Sky Fotografie nutzen? Los geht's direkt nach dem Intro. Viel Spaß mit dem Video. Ja, mein Name ist Daniel und wenn du dich auch zum Thema Astrofotografie interessierst, abonniere gerne diesen Kanal, damit du auch künftig keine Videos hier verpasst. Ja, letzten Sonntag kam ja ein Video, wo ich euch gezeigt habe, wie man mit SharpCap den eigenen Sensor von der Kamera analysieren kann. Ich verlinke euch das Video auch gerne nochmal unten in der Videobeschreibung, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und ja, heute möchte ich euch eben da auch noch ein paar Sachen zeigen, also von den Ergebnissen her, wie man eben mit dieser Methode dann auch den Unity Gain bestimmen kann. Und zwar ist das so, meine QY268C bzw. auch die M-Kamera hat ja 16-Bit und deshalb ist es eben so, dass man hier bei Full-Well-Kapazität, wenn man hier eben die 16-Bit ausgereizt hat, das sind da diese ungefähr 65.000 ADU, dann hat man genau ein Elektron pro ADU und das wäre eben dann der Unity Gain. Jetzt hier direkt mal in der Praxis gesagt, hier beim High-Gain-Mode, seht ihr schon, hat man auch bei Gain 0 einen Elektronen pro ADU von 0,78. Das heißt, da ist man hier schon beim Unity-Gain mit Gain 0, weil man eben schon unter 1 ist. Wenn ich jetzt aber hier mal auf den Photographic DSO Auslesemodus wechsle bei der Kamera, dann habe ich hier bei Gain 0 1,31 Elektronen pro ADU. Und das kommt eben daher, weil eben die Full-Well-Kapazität 85.641 ist. Das heißt, wird jetzt eben ein Elektron ausgelöst beim Sensor, wenn jetzt quasi da Photonen drauf fallen, dann kann es eben sein, wenn ein Elektron ausgelöst wird, dass das noch nicht unbedingt ein ADU in der Helligkeit auslöst. Das heißt, man braucht eben im Schnitt 1,31 Elektronen, damit ein ADU dann letztendlich ausgelöst wird. Und wenn ich jetzt hier auf Gain 10 gehe, dann bin ich eben bei knapp unter den 65.500 bei Full Well, was eben dann in den 16-Bit quasi reinpassen und dann wäre ich eben hier bei dem Unity Gain. Und hier seht ihr dann eben auch, dass 0,99 hier herinnen steht. So, das ist eben jetzt hier so bei einer 16-Bit-Kamera. Jetzt schauen wir sich mal das Ganze bei einer 12- und 14-Bit-Kamera an und dann sollte das Ganze noch ein bisschen klarer und verständlicher werden. Ja, wie sieht es jetzt bei einer 12-Bit-Kamera aus? Also eine 12-Bit-Kamera hat eben 4096 Helligkeitsabstufungen und das heißt eben dann, dass man eben dann in dem Unity-Gain ist, wenn man den Gain einstellt, dass quasi die Full-Well-Kapazität genau die 4096 hat. Ja, eine typische 12-Bit-Kamera ist eben die AC183 von ZWO. Ihr seht hier 12-Bit. Und wenn ich jetzt hier mal ein bisschen runter scrolle, dann sieht man hier auch schon, dass eben Gain 120 benötigt wird. Also das wäre eben dann hier bei dem Punkt, wo man eben dann wieder ein Elektron pro ADU auslöst, also hier dann genau bei 1,0. Ja, und das sieht man halt jetzt hier ein bisschen schlecht, aber das hier wären eben dann die 4096 bei der Full-Well-Kapazität. Also hier hat man 1000, das hier müssen 2000 sein, 3000 und hier dann 4000. Ja, hier sieht man es leider ein bisschen schlecht, aber wenn jetzt noch jemand so eine Kamera zu Hause hat, ihr könnt ja mal eine Sensoranalyse durchführen mit SharpCap und da müsst ungefähr bei Gain 120 eben die 4096 bei Full Well sein. So, bei einer 14-Bit-Kamera haben wir dann 16.384 Helligkeitsabstufungen und da habe ich jetzt hier mal diese Kamera herausgesucht, also die ASI 2400 MC.
Die hat eben 14-Bit. Und jetzt schauen wir hier mal. Ja, die hat eben jetzt hier dann bei Gain 158 den Unity Gain. Und das müsste dann eben hier ungefähr sein bei den 16.000, wie viel waren es? 16.384 bei Full Well. Also ihr seht schon, die Kamera bietet eigentlich 100.000 Full Well Kapazität an, aber nachdem die irgendwie nur 14 Bit hat, ist das vielleicht nicht so gewinnbringend. Also soweit jetzt mein Verständnis ist bei dem ganzen Thema, finde ich, die müsste doch auch mindestens 16 Bit haben, damit man eigentlich auch diese Full-Well-Kapazität wirklich nutzen kann. Man kann natürlich die schon theoretisch nutzen als bei Gain 0, aber da muss man halt wissen, dass man in dem Fall, ihr seht schon, 6 Elektronen braucht, um eben eine ADU dann auslösen zu können. Und das ist halt vielleicht nicht so sinnvoll, wenn man jetzt schwache Nebeln dann auch fein auflösen möchte in der Helligkeitsstufe. Ja, und bei den 16-Bit, wie wir eben vorhin schon gesehen haben, sind es dann 65.536 Helligkeitsstufen. Und das hat eben die QY-Kamera mit dem IMX571 Sensor, übrigens natürlich auch dann die ASI-Kamera. Und dann gibt es auch noch von Lacertine und von Omegon. Und die können eben bis zu dieser Full-Well-Kapazität eben dann hier in dem Unity-Gain sein. Ja, und nachdem es natürlich schon auch Sinn macht, dass ein Elektron ein ADU auslöst, bietet es sich schon an, dass man eben hier immer im Unity-Gain fotografiert, beziehungsweise eben dann auch bei den anderen Kameras sich den Unity-Gain eben heraussucht. Ja, und der nächste Punkt, der eben durchaus sinnvoll ist, den man verwendet, ist eben dann dieser sogenannte Sweet Spot, wo man eben dann mit dem Auslöserrauschen sprunghaft nach unten fällt. Beim Photographic DSO-Modus ist eben das bei meiner Kamera bei Gain 26. Dadurch steigt eben dann auch die Dynamik wieder um eine Blendenstufe an. Beziehungsweise beim High-Gain-Modus ist eben das bei Gain 56. Ihr seht 3,29 zu 1,65 und hier dann auch wieder der Dynamik, das eben hier ansteigt. Das hat man ja auch schon letzten Sonntag besprochen beim Video mit der Sensoranalyse. Und deshalb kann ich euch eben empfehlen, zum einen den Unity Gain ausfindig zu machen von eurer Kamera und zum anderen eben dann diesen Sweet Spot ausfindig zu machen. Diesen Sweet Spot haben aber jetzt nicht alle Kameras. Also ihr seht jetzt die ASI 2400 ist das jetzt hier. Die hat auch so einen Sweet Spot, in dem Fall hier bei Gain 140. Ja, aber da ist man noch nicht einmal beim Unity Gain, sondern der ist eben bei Gain 158. Jetzt laut diesem Diagramm würde ich dann auch noch testen, wenn ich diese Kamera hätte an eurer Stelle, mit dem Sensoranalysen-Tool. Ja, und jetzt bei der ASI 183 MC Pro, da gibt es aber keinen solchen Sweet Spot. Ihr seht, das geht einfach nur relativ linear hier nach unten. Da würde ich dann einfach halt den Unity Gain verwenden. Ja, damit hoffe ich, das Video hat euch ein bisschen geholfen bei der Entscheidung, welchen Gain ihr bei eurer Kamera am optimalsten verwenden sollt. Das Ganze ist jetzt hier auch einfach mal ganz simpel und einfach von einem Hobby-Astrofotografen zu einem Hobby-Astrofotografen erklärt. Und ja, dann bedanke ich mich wieder recht herzlich fürs freundliche Zusehen. Sternenklare Nächte und bleibt gesund. Ciao, ciao.